So. Da bin ich also und ich möchte heute hier über Menschen referieren. Menschen, ich muss also, wie gesagt, also zu Menschen allgemein muss ich ja hier nichts sagen. Ne? Jeder kennt welche. Jeder wird aber wissen, der Mensch ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Schon in seiner äußerlichen Darreichungsform. Ne? Der eine ist eben groß wie eine Nudel, wie ein Schlachses Spaghetti, wächst ja hinauf, nicht enden, ins Firmament und der nächste ist eben bloß so. Ne? Der veräppt plötzlich am Kopf. So. Ne? Er stagniert, überhastet im Wachstum, er ist dafür ein bisschen untersetzt, ein bisschen korpulent und er hat hier am Bauch einen kleinen Schnitzelfriedhof. Einer ist jung, einer ist alt, einer schwarz, einer weiß, aber die tiefsten Gräben, die taffsten und die klaffsten und Gräben innerhalb unserer menschlichen Gattung tun sich ja auf im genitalen Raum. Ne? Der vermeintlich kleine Unterschied im Schritt ist ja eigentlich der größte. Also der Unterschied zwischen Mann und Männin sorgt ja auch für den meisten Streit auf der Erde. Nach Erdöl. Ne? Vielen Dank. Da gibt's also, kann man eine richtige Rangliste ziehen, also geschlechtlich, also interdisziplinärische geschlechtliche Probleme, Erdöl und dann die Urinanreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin. Dieser innergeschlechtliche Twist wird mir ja sicherlich der eine oder andere oder die andere auch bestätigen können. Viele werden das kennen von zu Hause. Ne? Viele werden ja einen Partner oder eine Partnerin zu Hause beherbergen. Und es genügt meist ein falsches Wort nur, eine falsche Geste, ein falscher Wimpernschlag. Es genügt, wenn man es mal zusammenrechnet, eigentlich nichts. Ne? Und es kommt zu Streit, zu Raufhändel, es kommt zu Tätlichkeit, es kommt mit Blutfluss. Ne? Also eigentlich, wie gesagt, nur ein nichtiger Anlass. Man greift zur Axt und praktiziert Ehegattensplitting. Ne? So. Ja, ich muss jetzt natürlich eine Lanze brechen, denn kein Angehöriger einer genitalen Kaste ist für sein eigentlich schimpfliches Tun verantwortlich, da wir alle genetisch gebrieft sind. Ne? Durch die Gene, also die DNS, die Desoxyribonukleinsäurekrüxel. Sie tragen dafür die Verantwortung. Der Mann hat spezielle Gene, deshalb verhält er sich so, wie er es tut. Bei der Frau das Gleiche, die Frau hat eben auch ein Gen. Ein hochkomplexes, sehr diffiziles, noch gar nicht richtig wissenschaftlich erforschtes Gen, und zwar das Einkaufen-Gen. Ja. Ein eigentlich wissenschaftlich sehr diffiziler Zusammenhang, den ich jetzt hier fürs Privatfernsehen etwas vereinfacht habe. Diese unterschiedlichen genetischen Veranlagungen haben natürlich auch Potenzial. Es gibt beispielsweise geschlechtsspezifische Berufe. Ne? Es gibt angenommen Frauenberufe, da braucht man sich als Mann gar nicht bewerben, braucht man gar nicht hinkommen. Hier typischer Frauenberuf, ne? Frau Holle. So. Ne? Dann Goldmarie. Goldmarie, Pechmarie, Schwefelholger, ne, da hört es schon auf, das geht also rüber. Das tendiert in den maskulinen Berufsbereich. Es gibt auch ganz klar abgegrenzte Männerberufe. Die klängen jetzt, wenn man sie für eine Frau ausspreche, schon ein wenig sperrig, ungewohnt und gespreizt. Sagen wir mal sowas wie hier, Gewichtheberin
Tenörin, Chefin, so auf dem Land die Playboy, Playboyerin, ne? Ja. Eunuchin, Hacke-Petra, so, also, und diese Trennungen haben ja Geschichte dahingehend, sie sind ja über Jahre von, über Epochen von Äonen, Jahre von Wochen, gewachsene, verkrustete Strukturen, die aber aufweichen. Wir erleben Frauen heutzutage eben auch in vermeintlichen Männerdomänen, hier Frauenfußball, da gibt es jetzt gerade hier eine eigene WM, erst seit kurzem, richtig, das war ja bis dahin immer noch im Bereich der Paralympics, ne? Und da haben sie sich also... sozusagen etabliert und auch im Beruf, in vermeintlichen Männerberufen, zum Beispiel im technischen Berufsbild, etabliert sich Frau peu à peu. Ne, es gibt heutzutage den Beruf der Astronautin. Ne, das war vor 100 Jahren unvorstellbar. So, ne? Und heute fliegen Frauen hinaus in den Weltraum, dass es nur so eine Freude ist, im schick gerecht gebartigten Skafander. Ne? Also ich muss natürlich einschränkend sagen, in der Geschichte der modernen Raumfahrt wurde allerdings noch nie ein Raumschiff mit ausschließlich weiblichen Besatzungsmitgliedern in den Weltraum geschickt. Was ja auch wiederum logisch ist. Ne? Sonst wäre das Raumschiff ja unbemannt. Ja. Vielen Dank.